Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Elite Dangerous. Wie letzte Woche angekündigt, werden wir heute mal ein klein bisschen die Ingenieure angucken, wenn ich mir den Namen richtig gemerkt habe. Da hätten wir zum einen, warte mal, da hätten wir zum einen hier unten in Kuhn und in Desiat jeweils eine Person. Zuallererst will ich aber ganz kurz hier mal hingehen. Da sind nämlich drei neue E-Mails angekommen, die ich jetzt schon angeguckt habe, deshalb sind sie jetzt nicht mehr, in, wie auch immer. Zum einen haben wir hier The Entail Mob-Rufveränderung. I don't care. Da sind wir ein bisschen aufgestiegen. Viel wichtiger ist, wir haben heute, also gerade eben, als ich angegangen bin, diesen wunderschönen Typen hier freigeschaltet und ich habe jetzt Enter gedrückt statt Leerzeichen. Das heißt, es funktioniert nicht. Al-Hai-Ha-Ha-U-A. Genau. Facility Fencer. Phaser, meine ich. Wo ist hey, ich kann nur lesen. Die ist eine Forscherin offensichtlich. Auf jeden Fall, die gibt es jetzt auch. Da gucken wir also auch gleich mal rein. Und außerdem wurden wir zu Späher befördert. Cool, oder? Ihre Talente auf dem Feld der Erkundung wurden zur Kenntnis genommen. Ich habe einfach mal ein paar Daten verkauft und deshalb sind wir aufgestiegen. So. Außerdem befinden wir uns gerade, wie man unten sieht, mal wieder in Bunch City, nicht mehr in Maya. Wir sind also nicht mehr in der Nähe eines schwarzen Lochs oder sonst wo. Wir befinden uns wunderschön wieder da, wo wir. Hallo. Warum ist das Ding angewählt? Ich weiß es nicht. In Ross 104 auf meinem Lesezeichen, wo auch meine anderen Schiffe drin liegen. Wir fliegen aber mit dem T6 weiter, weil der sich aufladen kann. Es gibt halt jetzt die zwei Optionen. Wir fliegen zu Desiat oder zu Kuhn. Da Desiat näher dran ist, würde ich einfach das wählen. Wir können sehen, ob wir danach noch zu dem anderen reisen. Ich habe keine Ahnung so richtig, was die Ingenieure von einem wollen. Deshalb will ich das einfach jetzt unbedingt mal ausprobieren. Wir sind aufgetankt, wir sind repariert. Sechs Sprünge, ist ein Klacks. Das sollten wir gleich mal ankommen. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich weiß, dass Ingenieure einen verbessern. Das weiß ich. Also du kannst dir da deine Bestandteile, zum Beispiel ein bisschen Fremdschiffantrieb oder so kaufen. Und natürlich hat jeder Ingenieur sein. Hä? Sein Spezialgebiet, wo er dann halt am besten oder wo er dann halt die Sachen upgraden kann. Uiuiui. Ja. Wir fliegen halt jetzt zu einer. Ich weiß nicht, was für ein Spezialgebiet die hat, das hätten wir gerade gucken können. Aber ich dachte mir, ist jetzt eh egal. Ich will einfach nur mal so sehen, was man da machen muss, ob es da dann extra Missionen gibt oder so, die man tun muss, um dorthin zu kommen. Ich weiß es nicht. Deshalb, das probieren wir heute einfach mal aus. Wir erkunden heute einfach mal so, was Ingenieure eigentlich von mir wollen. 3, 2, 1. Dieses Shift J zu wissen, ist tatsächlich extrem hilfreich, weil sonst hätten wir jetzt hier wieder allen möglichen Quatsch machen müssen, um diese nervigen, um den Planeten rumzukommen, damit wir nach Bledwyamp jumpen können als nächstes. Also vielen Dank nochmal dafür, dass man mir das informiert hat. Oder dass man mich dazu, wie auch immer, dass man es mir halt gesagt hat. Wir scannen mal wieder. Keine Ahnung, nee, ich bringe auch nichts. So, ich glaube, wir können jumpen. Können wir aber mal machen. Ab nach Bledwyamp. Bledwyamp. Bledrim. Was ist das für ein Name? Wo kommen eigentlich die Namen her? Also ich, haben diese Systeme oder haben die Sterne, sind das alles die offiziellen Namen, die die NASA oder wer auch immer die damals da entdeckt hat, gegeben haben? Oder wo kommen diese Namen her? Weil ich meine, das Sternsystem ist ja, also soll ja zumindest eine Nachbildung sein. Das heißt, wir kennen die Sterne schon, zu denen wir fliegen. Mehr oder weniger kennen wir sie halt. Aber wo kommen die Namen her? Hat die sich jemand ausgedacht? Oder, also auf jeden Fall hat die sich jemand ausgedacht. Hat die jemand für das Spiel ausgedacht? Oder dann dachte irgend so ein Astronom Bledwimp. Bladrimpe? Das wäre ein guter Name. Oder vielleicht hieß der Bledwimp und war Vampir oder so. Man weiß es ja nicht. Kann natürlich alles sein. Das ist ja, das sind so Fragen, die man sich stellt, wenn man durch die unendlichen Weiten des Universums fliegt. Standardfragen, ganz Standardfragen. In der normalen Ausbildung zum Raumschiffflieger wird sowas wahrscheinlich in der Theorieprüfung abgefragt.
An welchem Stern müssen Sie links abbiegen, um zur Polizei zu kommen? Oder so. Aber die habe ich ja übersprungen. Da habe ich mir einfach mit meinem ganzen Geld, das ich schon hatte, habe ich mir einfach den Führerschein gekauft, ohne je irgendwas dazu getan zu haben. Denn Korruption ist auch hier wieder extrem beliebtes Mittel. So, ganz da muss ich aufpassen, nicht wieder zu überhitzen. Ich sag wieder, weil ich ja gerade eben vor der Aufnahme mal von Maya nach Ross, wo wir heute geflogen bin. Und da sagen wir mal, bin ich 2-3 Mal zu nah an der Sonne gekommen, bin rausgedroppt und bin dann vielleicht leicht abgefackelt. Das kann ja mal passieren. Sehr glücklicherweise ist diesmal der Landecomputer nicht kaputt gegangen und ich konnte ganz entspannt da noch landen mit meiner völlig zerstörten Hülle. Es war irgendwo Luck, auch mal ausnahmsweise. Aber was soll man machen? Manchmal hat man auch mal Glück. Ich kenne das ja eher nicht so, aber aus Erzählungen weiß ich ja, dass es dieses Glück geben soll. Und jetzt habe ich das selber mal gespürt. Ist ein unglaubliches Gefühl. Ist eine vollkommen krasse, ekstasische Erfahrung. So, wir scannen wieder schön hier, während wir uns aufladen. Für den einen Stern oder so, der hier in der Nähe ist. 10 Objekte gefunden. So, dann warten wir wieder kurz auf die Hitze. Es ist ein sehr mechanischer Punkt, um von einem Stern zu einem anderen Stern zu jumpen nach und nach. Wenn man es einmal drin hat, dann sollte eigentlich auch nichts passieren. Ich bin leider immer noch zu dumm und wie gesagt, verbrenne dann auch mal aus Versehen ein klein bisschen. Aber auch hier wieder, es ist nicht weit das Ganze hier, deshalb glaube ich nicht, dass es so schwierig werden dürfte. Wir dürften schon gleich da sein. Ich weiß nicht, war das der 5. Sprung oder so? Ich glaube, höchstens noch ein Jump. Oder sagen wir höchstens noch 2 Jumps, aber ich glaube ein. Dann dürften wir schon angekommen sein. Oder? Wir werden es gleich sehen. Okay, natürlich. Erstmal wieder schön hier scannen. 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 Jetzt haben wir wieder ein paar belebte Objekte, nicht so wie letztes Mal. Okay, tatsächlich noch ein Jump mehr. Ein paar belebte Sternsysteme, nicht wie das letzte Mal, als ich da im Stream nach Maya gejumpt bin, wo einfach nichts war, außer vielleicht meine Sonne. Da war echt insane. So, ab nach Gliese. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich mich... Jetzt 2 Sprünge, na gut. Also ich habe einen Sprung quasi zu viel mitgezählt, aber zum Glück habe ich ja gesagt, höchstens 2, man muss immer mit Fehlertoleranz. Mit Fehlertoleranz muss man hier arbeiten. Sonst ist es ein sehr, sehr schlechtes Konstrukt. Ich mache zu viel Uni. Ich freue mich echt darauf. Ich habe in 3 Wochen Prüfung. Und dann ist vorbei. Erstmal Uni wieder. Ich freue mich total darauf. Einfach mal nicht über diesen ganzen Scheiß nachdenken. Mal sehen. Aber tatsächlich wird es dann keine Videos geben. Sehr wahrscheinlich. Ich mache dann wahrscheinlich eine verspätete Sommerpause. Sobald mein Semester fertig ist, haue ich wahrscheinlich einfach ab. Aus dem ganzen Land hier. Für ein paar Wochen. Und dann, ich habe keine Lust voll zu produzieren, weil ich vor Produktionen immer so schwierig finde. Weil irgendwie, I don't know, vor Produktionen finde ich irgendwie blöd. Bei Singleplayer-Story-Games ist das noch für mich okay, weil die spiele ich ja mittlerweile, also die würde ich ja eher in einem Stück spielen und dann halt schneiden und hochladen, meinetwegen. Aber bei solchen Spielen wie Elite, wo ich halt wirklich auch gerne auf die Kommentare eingehen möchte, da finde ich es halt dumm. Deshalb vorproduziere ich nicht. Und deshalb wird es wahrscheinlich einfach gar kein Video, gar kein Stream geben. Ich lasse einfach leer laufen. Der Algorithmus auf YouTube hasst mich eh. Dann ist auch egal, wenn ich den jetzt noch ein bisschen mehr reize. Es ist eigentlich ja eh völlig egal. So. Jetzt kommen wir an. Und dann müssen wir nochmal rausfinden, wo genau wir hin müssen. Denn wir kommen jetzt nur im Sternsystem an, ohne genau zu wissen, wo ist denn der nette Herr, den wir erreichen wollen. Wir scannen natürlich erstmal hier schön A-Scanner. Echt? 3. Nicht E, habe ich gedrückt. Nee, Punkt wollte ich. Es sind so viele Button aber in diesem Spiel. Eieiei, da ist noch ein Planeten drauf. Eieiei. Kann ich da schon mal genau das als Ziel wählen? Dann reisen wir doch jetzt mal zu dem netten Herrn hin. Ist auch gar nicht so nah dran. Farseer Inc.
Ich weiß, wie gesagt, nicht, was es da gibt. Aber das werden wir gleich herausfinden. Es ist ja, wir sind ja gleich da. Es sind ja hier nur 2000 Lichtsekunden. Das ist ja nichts. Das ist ja nix. Wie weit ist die Erde nochmal entfernt? Ne, 2,9 Lichtsekunden, oder? Ach ne, wir sind deutsch. Das ist ja deutsche Schreibweise. Also 2000 Lichtsekunden. Wie weit war die Erde entfernt? Das war aber auch nicht viel, oder? Oder war Licht, eine Lichtsekunde genau die Spanne, wie weit die Erde entfernt ist oder so? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Oder, also entweder es war sowas wie 12 oder es ist 1, dass es genau eine Entfernung ist. Da bin ich mir gerade... Oder es ist 1,2... Also... Vielleicht war es mal 1? So, als man gesagt hat, okay, so viel ist eine Lichtsekunde. Da war die Entfernung 1. Und dann hat man vielleicht nachgemessen, das ist 1,2 oder so. Weil ich habe eine 12 in meinem Kopf, wenn ich daran denke. Also sagen wir mal, die Sonne zur Erde, es ist 1,2 oder 1 oder 12 Lichtsekunden. Fast kein Unterschied. Aber auf jeden Fall ist diese Erde hier, oder der Planet, Phaser Inc., enorm weit von der Sonne weg. Oder ist nur ein Mond? Okay, enorm weit. Das heißt, da dürfte es sehr, sehr dunkel sein eigentlich, oder? Wie weit ist der Pluto entfernt? Weil ich meine, den sieht man ja quasi nur ultra selten, weil es da so dunkel ist. Pluto Entfernung zur Sonne. Ich google einfach mal, ja? Okay, das ist... Ich packe mal nur am besten Lichtsekunden hin. Ich gehe mal so lange hier wieder aus dem Menü raus. Nämlich jetzt gleich da. Ich will jetzt ja nicht hier hereinkräschen. Wie lange braucht das Licht vom Pluto zur Erde? Auch okay, meinetwegen. Das Licht braucht 19.000 Sekunden. Also ist Pluto nochmal deutlich weiter entfernt als Phaser Inc. Na gut. Gibt es... Ich frage mich, warum ich mich das noch nicht gefragt habe. Die Erde? Man kann nicht drauf landen. Klar, man kann auf vielen Planeten noch nicht landen. Oder wird es nie können. Aber gibt es die Erde in Elite Dangerous? Oder gibt es unser Sonnensystem dort, inklusive Pluto etc.? Wie habe ich denn da noch nicht dran gedacht? Das wäre wirklich mal auch eine gute Frage, oder? Die Erde. Ich will unbedingt die Erde besuchen. Wo mag die Erde sein? Es gibt auf jeden Fall schon jemanden, der es gefragt hat. Ich google einfach weiter. Heute ist hier Google. Google ist mein Freund. Erde. Ja, genau. Danke. Erde in Elite Dangerous. Easy. Können Chris und Clemson schneller fliegen, als ich erst dachte hier. Wir sind doch ein bisschen... Haben doch ein bisschen stark abgebremst. 12. Okay, wir sind immer noch. Das ist halt auch so ein Ding. Ich hasse Planeten anfliegen. Es ist nicht so super schlimm, aber ich kann es jetzt auch nicht groß leiden. Weil mit gar nicht so wenig Pech... lande ich einfach an der falschen Stelle. Also, dass ich dann quasi einmal um den Planeten rum muss. Und ich sehe es ja jetzt hier auch nicht so wirklich im Hyperdrive, wo genau das Ziel ist, zu dem ich will. Auf welche Seite ist das bitte? Es wird mir ja leider nicht angezeigt. Also, das ist auf jeden Fall der Planet, oder? Hier will ich nicht... Oder ist das der Planet oder der Mond, auf dem ich gerade lande? Also, den ich hier gerade... Das ist der Planet, oder? Für den Mond muss ich dran vorbei, würde ich schätzen. Ja, genau. Genau. Das ist ein anderer. Da muss ich also auch ein bisschen drüber fliegen. Oder? Nee. Nee, das ist der Mond schon. Das ist nicht der Planet. Das heißt, ich muss hier oben dann irgendwie drauf landen, so wie es jetzt scheint. Also unbedingt müssen wir versuchen, so unmenschlich nah wie möglich ranzukommen, bevor ich aus dem Hyperdrive droppe. So, wir sind schon gedroppt. Aber wir sind immerhin noch bei 100 Kilometer hier. Orbital Flight Engaged. Dann, wo ist denn das Blau? Da oben. Hier darf ich gleiten, ja?
Bin nur ein bisschen schneller. Aber ich sehe halt leider nicht dann, wo ich hin muss. Eieiei, wo muss ich denn hin? Da. Upsi. Dann fahren wir mal eben, würde ich sagen, 56 Kilometer nach unten, oder? Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? So, wo ist denn jetzt eigentlich die Erde in Elite Dangerous? Das ist doch die wahre Frage. Wo liegt die eigentlich? Also ich habe hier gerade was gelesen. Es ist einfach alles nur Werbung, dass man sich doch Horizons kaufen soll. Aber dass man trotzdem nicht landen darf. So, wir dashen hier mal ein bisschen mit Tab, damit wir näher rankommen. Wir müssen einfach nur ein bisschen darauf aufpassen, dass wir nicht überhitzen. Dann ist es kein Problem, oh. Genau, man kann halt nicht drauf landen, das wissen wir aber schon. Die Frage ist aber eben, wo ist denn die Erde? Könnte mir jetzt bitte mal jemand... Also wirklich, GameStar. Ich hab irgendwann mal, glaube ich, was von euch erwartet. Ich weiß nicht wieso, aber ich mochte euch mal. Vielleicht kann man hier einfach suchen. Erde. Hallo? Hallo? Bist du behindert? Hä? Schwierig. Werde ich mal ein andermal rausfinden, müssen wir wieder hinkommen. Wir werden da auf jeden Fall nochmal hinreisen. Ich will auf jeden Fall in unser Sternsystem. Ich will wenigstens sehen, wie die Erde hier aussieht. Ich hoffe, sie ist einfach Lava. Sie ist komplett verbrannt. Oder Fallout. Was? Was? Darf er das? Was? Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist. Brauche ich hier eigentlich auch eine Landerlaubnis? Kann ich... Wie geht's an so einer Phase eigentlich hier schon? Brauche ich dann, okay. Stay calm, Charlie, Tango. Commencing automated flight control routine. Please observe docking protocols. Hat er gerade gesagt, please observe fucking protocols? Oder hat er sowas gesagt, bitte halt dich an die verschissenen Scheiße? Aber wir sind doch safe noch nicht nah genug dran, oder? Genau, auf 7,5 Kilometer, ja. Herzlichen Glückwunsch, alter Idiot. Warum sagt ihr denn jetzt schon, dass ich mich daran halten soll? Ich halte mich doch immer dran. So, jetzt. Landerlaubnis. Dann bremsen wir doch mal ab, denn wir haben immer noch einen wunderbaren Ladecomputer. Aber es sieht schon mal ganz cool aus hier, muss ich sagen. Wir können ja mal eben... Vielleicht von draußen hier, war das so? Signal verloren, das ist nicht gut. Wir können ja mal so ein klein bisschen umgucken hier. Da hier sind irgendwie Kraftwerke, schätze ich mal. Was das da ist, kann ich nicht so genau feststellen. Da landen wir. Da sind nochmal andere Landing Terminals für kleinere Schiffe, I guess. Hier ist halt so ein riesiger Tower mit Licht, als ob den jemand sehen muss. Das ist, dann ist da nochmal irgendwas in einem Keller drin. Und jetzt sind wir gelandet. Ich hätte die ganze Zeit das hier ausblenden sollen. Sieht viel cooler aus. Wie ging es nochmal nach unten? So. Zieht euch das rein. Jetzt sind wir da. 07. 007. Kommen wir bis dahin eigentlich? Können wir da hier mal ins Löchchen gehen? Was das hier für Landeplätze sind, kann ich nicht so genau... Weiß ich nicht. Ich schätze... Ach, da läuft man drin dann lang, oder? Ja, okay. Wir sind wieder drin. Wir betreten mal den Hangar und gucken in die Sternhafendienste. Jetzt dürfte doch mal interessanter werden hier. So, auf jeden Fall wieder hier tanken, reparieren. Kontakte nicht verfügbar, sehr gut. Wir warten, vielleicht müssen wir erstmal eingebuchtet sein. Und dann können wir nochmal genauer gucken. So, jetzt. Kontakt immer noch nicht verfügbar. Ingenieurwerkstatt gibt es stattdessen.
Kaufe Modifikationen, um den nächsten Grad freizuschalten. Also, Felicity Farseer oder Farseer ist eine legendäre Forscherin, die ihren Asp-Explorer zu Beginn ihrer Karriere eigenhändig optimiert hat. Ihr umfangreiches Wissen teilt sie nur mit anderen Forschern. Sie bietet aber auch ein umfangreiches Trainingsprogramm für Techniker und Mechaniker an, die ihre Ambitionen teilen. Ihre Basis unterhält sie bei den Abbau- und Raffinerieanlagen ihres Vaters, obwohl ihre eigenen Unternehmungen getrennt davon ablaufen. Verbessern sie die Beziehung zur Erde, dann lernen sie einen weiteren Ingenieur kennen. Aber wir haben doch schon verbessert. Ich kann es in den Augen sehen, Kommandant. Sie haben den Ruf des Alls gehört. Lassen Sie uns eine Forschungsdings angehen. So, dann spenden wir jetzt hier, oder wie? Wir wurden eingeladen, Kaufe mit den Modifikationen um den nächsten Grad freizuschalten. Mir geht es um die Erweiterung unseres Wissens um das Universum. Beschaffen Sie mir Metalegierungen, um meine Arbeit zu unterstützen. Das heißt, wir müssen Metalegierungen kaufen, dann wiederkommen und dann können wir mal gucken, was er kann oder was sie hier kann. Das machen wir jetzt nicht mehr, wir sind jetzt 20 Minuten drin. Heute halten wir uns an die 20 Minuten. Nächstes Mal gucken wir dann mal, wo wir Metalegierungen herbekommen und was sie damit eigentlich machen will. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wollte ich sagen, und dann Woche und dann eine Toche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein. Ciao.